Manchmal muss es schnell abwärts gehen. Und manchmal eilig zu Fuß. Manchmal muss die Stellung gesichert werden. Und manchmal geht es durch die Unterwelt. Hey, mal zum Ausweichen! Fertig. Ausweichen! Fertig! Im Notfall heißt es ausweichen oder mit der Waffe angreifen. Ich sag, wann sie nicht mehr können und wann nicht. Klar, das Nahkampfmaterial empfangen. Ab geht's. Wenn ich am Ende bin, geht's immer noch weiter. Und manchmal wird es ganz eng. Ob ihr jetzt irgendwo einen Schnitt am Arm habt, das ist völlig unrelevant hier. Ihr wollt überleben. Überleben. Vor allem den Feind überleben. Am Anfang steht die Kondition. Laufen, laufen, laufen. Bis zum Umfallen, wenn es Not tut. Nur so können die Stärksten ihre ultimative Stärke zeigen. Diese Linie geht durch. Die Linie durchlaufen lassen. Einmal verdreht, hier oben falsch reingefahren. Ebenfalls der Knoten falsch angelegt. Die zweite Woche des Einzelkämpferlehrgangs hat begonnen. Von 33 sind noch 19 Lehrgangsteilnehmer dabei. Heute steht die erste Abseilübung bevor. Von der Staumauer des Lechstausees, 25 Meter steil nach unten. Keine Panik bekommen, sie sind gesichert. Da kann man normalerweise fast ein Fahrzeug dran aufhängen. Braucht niemand Angst haben. Ja? Marsch. Nach den Strapazen der ersten Woche gehen alle leicht angeschlagen in die Wand. Natürlich merkt man die Belastung, Knochen heute an Schienbeinen tun ein bisschen weh, aber ja, das kann man niederkämpfen. Das Gurtzeug ist aus einem einzigen Seil geknotet. Ausbilder Sachse weist ein. Beim Karabinersitz läuft das Seil. Beim Rechtshänder durch ihren unteren Karabiner über die linke Schulter und am rechten Arm her. Beim Linkshänder über die rechte Schulter und am linken Arm her. Okay? Hopp. Beim Rechtshänder ist die rechte Hand am Seil, die linke Hand hier oben. Im Ernstfall müssen sich die Soldaten überall durch Feindgebiet schlagen und Hindernisse überwinden. Das Gelände können sie sich nicht aussuchen. Erster Mann, drübersteigen. Die Angst zu überwinden ist Teil der Übung. Neben der körperlichen Belastung gilt es vor allem, dem psychischen Druck standzuhalten. Aufpassen, dass das Seil nicht auf der Haut läuft. Das ist hier bei der Höhe kein Problem. Wird steiler, haben wir Gepäck dabei. Können das für eine oder andere Narbe führen. Alle Soldaten sind Infanteristen. Sie stehen bei Konflikten immer in vorderster Front. Im Einsatz ist Gefahr für Leib und Leben ihr ständiger Begleiter. Für sie selbst, vor allem aber für den Feind. Es ist anstrengend, ganz klar. Ja. Aber ja, solange der Kopf stimmt, hat man schon viel erreicht. Ja. Die nächste Übung. Überqueren eines Flusses mit starker Strömung. Die Rucksäcke werden in Zeltbahnen verpackt, damit alles trocken bleibt. Man muss alles verpacken in den Rucksack, alles was man hat, außer die Sachen, die draußen bleiben müssen, die Trinkflasche und das Gewehr natürlich, um kampfbereit zu bleiben. Und der Rest wird komplett drin verpackt und es ist natürlich darauf zu achten, dass alles wasserdicht verpackt ist. Die Wassertemperatur eiskalte 7 Grad. Ohne Neoprenanzüge wäre das nach kurzer Zeit tödlich. Dann folgt sofort die nächste Herausforderung. Rechts um. Im Laufschritt. Marsch, marsch. Jeder muss einen Mutsprung von der 5 Meter hohen Staumauer wagen. Angst zu haben ist verboten. Man trainiert für die Realität irgendwann. Wenn doch irgendwas passieren sollte, dann weiß ich ganz genau, okay, ich komme damit durch. Angriff oder Flucht? Im weltweiten Einsatz sind es gerade die Infanteristen, die oft in lebensgefährliche Situationen geraten. Ein guter Einzelkämpfer muss sich überall auf der Welt durchschlagen. Unabhängig von Temperatur, Gelände oder Versorgung. Wenn er weg vom Ufer, 10 Meter, auf geht's!
Ihr Männer, das ist keine Schwimmhilfe. Und hier raus auf Höhe Rettungsboot. Die bringen uns an die Leistungsgrenze und irgendwann ist der Kopf nur noch unten. Und dann wird immer nur noch ein Fuß vor den anderen gesetzt. Die Überquerung haben alle überstanden und auch die Rucksäcke sind trocken geblieben. Aus dem kalten Wasser geht es zurück ins Allgäu. Dort drückt die Mittagshitze. Die Luftlande- und Lufttransportschule Altenstadt hat in Militärkreisen weltweit einen Ruf wie Kanonendonner. Das ist schon hart, die Strecke natürlich an sich. Ja, da macht natürlich die Witterung auch noch das Seinige. Ja, die Masse, wir haben jetzt hier gebraucht. Also ich kann nur für mich reden, über den Tag bisher habe ich jetzt 5 Liter Wasser weggezogen und wie nichts. Ja. Ordentlich hin, Kopf hoch. Auftrag nicht erfüllt. Konsequenz: 2 Sauerrunden. Fragen? Keine Ahnung. Rechtshop. Austreten: Hörsaaldienst. Sie führen den Hörsaal hoch in den Tipi-Bereich. Verpflegungsbereitschaft herstellen. Erschöpfung, Enttäuschung, Wut. Alle müssen noch mal ran, weil ein paar Kameraden schlapp gemacht haben. Einer für alle, alle für einen. Im Laufschritt. Marsch, Marsch. Auch beim Essen, hier eher Nahrungsaufnahme, muss es Marsch-Marsch gehen. Ausruhen steht nicht auf dem Speiseplan von Einzelkämpfern. Truppenverlegung im heimischen Sauwald. Es geht in ein unwegsames Waldgelände, in dem die Soldaten eine Durchschlagübung absolvieren müssen. Diese dauert die ganze Nacht und die Kameraden haben ohnehin schon 12 Stunden in den Knochen. Kurze Entspannung auf der Fahrt in die nächste Schlacht. Da lauert auch schon der Feind an der Landstraße. Uli, linker Rahmen, linker. Was willst du denn nicht? Uli, hast du an die Markierung gedacht? Doch, doch. Gut, Mängel? Ja. Hier. Jetzt noch mal schnell Markierung setzen. Warte hier. Vorne links. Ja, ja. Das Licht. Ja. Wir folgen weiter dem Graben, der endet dann in dem Waldstück. Laut Szenario sind die Fahrzeuge zerstört, die Truppe versprengt. Sie muss sich nun, vom Feind gejagt, zu Fuß weiter durchschlagen. Keine eigenen Ausfälle, keine Toten. Schlagen uns weiter durch Richtung Jahns, um Gangbarkeit der Ortsverbindungsstraße zu prüfen. Ende. Was in der Übung immer gut ausgeht, maximal fällt der Aspirant durch die Prüfung, endet im richtigen Krieg zuweilen mit dem Tod. Seit die Bundeswehr in Afghanistan kämpft, ist das auch für die Nachkriegsdeutschen wieder Realität geworden. Friedhof Bad Saulgau in der Nähe des Bodensees. Hier ruht der Hauptgefreite Sergej Motz, gefallen nordwestlich von Kunduz am 29. April 2009. Er saß als Bordschütze in einem der leichten Schützenpanzer. Ein Geschoss aus einem Hinterhalt abgefeuert, durchschlug die schwache Panzerung. Motz war der erste im Gefecht gefallene deutsche Soldat seit dem Zweiten Weltkrieg. Er war nur 21 Jahre alt, er war so jung. Der Vater, ein Deutsch-Russe, hat selbst in Afghanistan gekämpft, noch als Soldat der Sowjetarmee. Er wusste, auf welches Schlachtfeld sein Sohn geschickt wurde. Dessen Kameraden schenkten den Eltern ein selbstgemachtes Abschiedsvideo. Der Vater flog nach Kunduz und erfuhr, was geschehen war. Die Panzerfaust hatte das Außenblech des leichten Panzers durchschlagen, war aber nicht explodiert. Sie riss ein faustgroßes Loch durch den Körper seines Sohnes. Ein besser gesicherter Schützenpanzer hätte die Granate wahrscheinlich abgewehrt. Erinnerungen des Vaters an ein Gespräch, bevor der Sohn in den Krieg zog. Das ist Friedmission bei Deutschland. Das ist Friedmission. Ich habe gesagt, Sergej, das ist kein Kindergarten. Das ist Krieg. Nein, Papa, das ist kein Krieg. Bei uns, das ist alle Offiziere gesagt, dass es überall fahren in Patrouille und Friedmission nur. Friedmission. Sergej, das ist Krieg. Patrouille fahren, das ist kein Krieg.
Das Abschiedsvideo erinnert an eine Friedensmission, die tödlich wurde. Am 5. April hatte in Kunduz ein neuer Kommandeur den Befehl übernommen und war mit seinen Männern sofort in ein stundenlanges Feuergefecht verwickelt worden. Sergei Motz war der erste tote Soldat unter seinem Kommando. Bei dem Anschlag wurden 5 weitere schwer verwundet. In das Kondolenzbuch schrieb der Oberst: Fassungslos und in tiefer Trauer stehe ich vor unserem gefallenen Kameraden. Fremder, unerbittlicher Hass hat ihn aus unserer Mitte gerissen. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Ich spüre mit allen Angehörigen des PRT Schmerz, Hilflosigkeit, aber auch die große Last der Verantwortung für unser Handeln. Möge er Frieden finden. Unterschrieben Georg Klein. Damit so etwas nicht geschieht, wird hier bis zum Umfallen geübt. Einzelkämpfer leben länger, wenn sie gut ausgebildet und in guter Verfassung sind und Glück haben. So, also Norden befindet sich in diese Richtung, die ich zeige. In der Karte gezeigt, eigener Standort. Hier. Eigener Standort hier oben. Das ist mühselig, weil man keine Meter macht. Ja. Man hat dauernd das Gefühl, ja, man tritt auf der Stelle, weil man ist kaum 2 Kilometer marschiert oder 3. Dann kommt die nächste Lage und dann denkt man, jetzt muss ich aber noch mal einen Meter machen, dass irgendwie die Marschleistung zu erbringen ist. Der Marsch geht weiter, doch der Feind lauert überall. Nach kurzer Zeit fühlen sich die Männer wie im Krieg. Schüsse, Rückzug, wieder einen neuen Weg finden. Fertig! Bis jetzt am Marsch ist allgemein noch befriedigend. Hier und da beim Lösen vom Feind, beispielsweise beim Überwinden von schwierigen Geländeabschnitten wie den Freiflächen. Da ist bestimmt noch Nachsteuerungsbedarf, aber dafür sind wir heute Abend da. Das üben wir. Und ich denke, dass wir dann in den frühen Morgenstunden das Ausbildungsziel auch erfüllen. Abends erreichen die Kameraden saumüde den Sauwald. Sie sind seit 15 Stunden unterwegs. Abseilen, schwimmen, 10 Kilometer Gepäcklauf und 10 Kilometer Durchschlagen liegen hinter ihnen. Jetzt müssen sie ein Versteck für die Nacht bauen. Der Waldboden ist kein Campingplatz. Hier zu lagern wird kein Vergnügen. Zumindest aber ist es ein gutes Versteck mit guter Sicht für Scharfschützen. Sind wir aufgestanden, Glück? Halb sechs. Ja, es wird 5:30 heute Morgen. Schlaf hatten wir auch nicht so viel. Jeder ist irgendwie ein bisschen kaputt. Die Männer müssen ihr Versteck im feindlichen Gebiet unter Ernstfallbedingungen betreiben. Das heißt, höchste Alarmbereitschaft die ganze Nacht. Im 2-Stunden-Rhythmus ist Wachdienst. Ausschlafen kann heute Nacht keiner. Der Sauwaldhof am nächsten Tag. Die angehenden Einzelkämpfer sind seit 27 Stunden im Einsatz und es stehen noch 2 Strafrunden durch den Wald an. Im Laufschritt, marsch, marsch. Dann heißt es einfach rennen, auch und gerade, wenn es nicht mehr geht. Man versucht, dass der eigene Körper irgendwie durchhält. Und man versucht halt an den anderen dran zu bleiben. Und dann gibt es immer noch einen Führer oder einen Gruppenführer, der versucht, da den Haufen irgendwie zusammenzuhalten und noch einigermaßen Koordination reinzubringen. Aber ich sag mal, mit den späten Stunden verschwindet alles. Irgendwann kämpft jeder nur noch gegen den eigenen inneren Schweinehund, wie es früher bei der Wehrmacht hieß. Dann bleiben die Schwachen auf der Strecke. Für Soldaten ein echter Super-GAU. Außerbewegung vor 007 antreten. Einer aus der Truppe wurde einfach zurückgelassen. Der Hörsaaldienst sofort zu mir! Das ist sogar für den erfahrenen Ausbilder ein Novum. Wir haben einen Mann verloren und zurückgelassen. Jawohl. Wir legen das Nahkampfmaterial ab und treten an. Jawohl. Wenn ihr Nahkampfmaterial ablegen und neu antreten. Sind Sie das halt nicht? Wenn Sie noch ein einziges Mal den Mann zurücklassen und denken, wir machen Sie, dann scheppert es aber richtig. Sofort in Laufrichtung, wie gewohnt, antreten. Marsch, marsch. Auf geht's, antreten.
Das gibt erneut Strafrunden durch den Wald. Wieder muss die ganze Truppe die Fehler einzelner ausbaden. Nur was der Soldat oft macht, kann er gut. Dann muss es geübt werden. Ganz einfach. Ende. Wenn sie in der Zeit bleiben, machen wir weiter mit der Ausbildung, schaffen sie die Zeit nicht. Üben wir das so lange, bis es der Hörsaal dafür. Ich kann mir das gar nicht erklären, wie das passiert ist, dass er zurückgeblieben ist, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Kann ich nicht sagen. Jetzt wird es bitter. Noch einmal darf keiner zurückbleiben. Und die Zeitvorgabe von 11,5 Minuten muss eingehalten werden. Sonst geht es immer so weiter. Jedenfalls in der Theorie. Hörsaaldienstzimmer vollzählig. Ja. Jawohl. Gut. 11:15, Auftrag erfüllt. Weitermachen mit Empfang, Nahkampfmaterial. Ausführung. Es geht direkt weiter zur Nahkampfübung. Wenn es überhaupt noch geht. Komm, mach den Kopf hoch. Ich sag, wann sie nicht mehr können und wann nicht. Klar, das Nahkampfmaterial empfangen. Ab geht's. Einzelkämpferanwärter haben ein Recht aufzugeben. Aber ein Recht zu versagen haben sie nicht. Auf dem Weg zum Nahkampf. 33 Soldaten waren angetreten. In der dritten Woche sind noch 17 übrig. Und die sind am Rand ihrer Kräfte. Blick Richtung Westen, erkennen Sie die Radaranlage? In 5 Minuten ist der ganze Hörsaal auf der Radaranlage. Rechts um, im Laufschrittmarsch. Auf geht's zur Radaranlage. Langsam kommen auch die Ausbilder näher an das vorgegebene Ziel. Das ist genau die Phase, in der eine oder andere Lehrgangsteilnehmer jetzt ist, ist genau das, was wir hier erreichen wollen. Dass der Mann für sich selber entscheidet, ich bin körperlich am Ende, ich kann nicht mehr. Dass alle Männer nach den 4 Wochen sagen, wenn ich am Ende bin, geht es immer noch weiter, weil ich einen Auftrag zu erfüllen habe und weil ich Verantwortung habe für meine Soldaten. 18. Und. 19. Und. 19. Was? 19. 19. 1. Dann folgt das Nahkampftraining. Durchschlagen hinter feindlichen Linien erfordert oft lautloses Kämpfen und Töten. Schwitzkasten fertig! Den Schwitzkasten beherrschen die meisten. Sie haben ihn schon auf dem Schulhof geübt. Nur ging es da nicht um Leben und Tod. Es ist eine Möglichkeit mehr, die wir zur Verfügung haben, dass wir, wie gesagt, nicht gleich zur Waffe greifen müssen, sondern dass wir eventuell am Gegner arbeiten können und den so, ohne dass wir die Waffe einsetzen, vielleicht auch schon von einem wegbringen. Komm, Abwehr. Deswegen ist es wichtig, was wir ausgebildet haben unten. Der Winkel bleibt und ab dem ersten Schlag gibt es für ihn nur noch eine Richtung. Aggressiv nach vorne, okay? Und hier bleibt dauerhaft der Block. Klar? Ihr werdet zu 99% verwundet oder verletzt werden bei der Aktion. Aber darum geht's nicht. Wenn das Ding im Hals steckt, seid ihr nicht mehr nur verletzt. Dann ist es wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit rum. Und das wollt ihr vermeiden. Ob ihr jetzt irgendwo einen Schnitt am Arm habt, das ist völlig unrelevant hier. Ihr wollt überleben. Ja? Messer im Hals, Messer im Unterleib, schwierig zu überleben. Okay? Nach 48 Stunden Überlebenstraining im Gelände können Oberleutnant Langfeld und die Kameraden kurz durchatmen. In der Kantine des Sauwaldhofes gibt es eine warme Mahlzeit. Die erste seit 2 Tagen. Essen rein, rein im Magen. Hauptmahlzeit, normalerweise die Suppe oder Salat und hier Getränk oder Salat, was auch immer es gibt, muss man sich halt aufteilen. Dann kann man das in die Mitte nehmen und dann ist es transportabel. Schuhe und Socken sind seit Tagen nass, die Füße aufgequollen. Dazu kommen Müdigkeit, Muskelkrämpfe und Schulterschmerzen. Nächste Woche werden wir uns nach sowas sehnen. Die letzten Tage haben die Männer geschlaucht. Doch Langfeld und seine Kameraden wissen, sie haben erst die Halbzeit erreicht. Das Schlimmste steht ihnen noch bevor, die sogenannte Hungerwoche. Wir verlegen in den Tipi-Bereich. Alarmbereitschaft 5 Minuten. Jeder stellt her einen Anzug zum Laufen. Es wird wieder anstrengend. Und die 70er werden in den Rucksäcken verpackt. Anzug so herstellen, dass wir direkt im Anschluss mal wieder schnelle Füße kriegen. Und 5 Minuten Alarmbereitschaft. Die ersten 4 Tippis sind unsere. Okay. Auf geht's im Laufschritt, selbstständig zu den Tippis verlegen. Mach's mal aus. In der Ausbildung bewegt man sich grundsätzlich im Laufschritt. Egal, ob es nur über den Kasernenhof geht oder kilometerweit.
oder 6 Kilometer. Durchschnittenes Gelände, also berghoch, bergunter. Das ist blöd. Aber naja, was soll man machen? Ach, Mittag ist scheiße. Dann heißt es, unsichtbar machen für den unsichtbaren Feind. Zieh einfach gerade drüber. Machst du beide Striche mal gleichzeitig. Ach so, meinst du? dafür ist er gedacht. Dafür ist er gedacht, ja. Den Kameraden steht eine wirklich harte Woche bevor. Das Ziel? Der Wille soll am Ende der Ausbildung stärker sein als Hunger, Durst oder Müdigkeit. Wir erwarten, dass wir sehr wenig Schlaf haben, dass wir sehr wenig zu essen bekommen und dass wir sehr viel und sehr schnell laufen werden müssen. Diese Woche heißt im Bundeswehrjargon Hungerwoche. Es gibt zwar Kalorien, aber nichts Richtiges zu essen. Dabei hat schon jetzt keiner der Kameraden mehr Gewichtsprobleme. Das ist unser Essen für die ganze Woche. So eine Notration. Hat wohl, weiß Gott, wie viel 1000 Kalorien und muss uns reichen für die ganze Woche. Erste Rotte, Tischler, auf jeden Fall. Und ganz hinten dann, du hältst mir den Haufen zusammen. Mengemann, du hältst mir den Haufen zusammen hinten. Ja. Und ja, genau. Und der Rest gliedert sich einfach irgendwie so mit ein, dass ihr entweder die 70er übernehmen könnt, beziehungsweise nicht die 70er, sondern die Rucksäcke dann wenden. Oder die Schwachen vorne einfach nach vorne drücken, ziehen oder sonst irgendwas. Okay? Gut. Da ich der Hörsaaldienst bin, kann ich meinen Haufen so einteilen, wie ich gerade Lust drauf habe. Und ich teile mir immer so die Leute ein, dass die schwächeren Kameraden einfach nach vorne gehen, die das Tempo dann auch angeben und die starken Kameraden den ganzen Haufen dann zusammenhalten und keinen abreißen lassen. 6 Kilometer müssen sie in einer halben Stunde absolvieren. Ausbilder Sachse gibt das Tempo vor. Wenn die Kameraden das nicht schaffen, müssen sie eine Extrarunde laufen. In der Gang! Wieder sind Soldaten aus Spezialeinheiten dabei, die unerkannt bleiben müssen. Nach 4 Kilometern geht es bergauf. Oberleutnant Langfeld muss zu seinem Gepäck auch noch das Funkgerät tragen. Es geht ein bisschen bergauf. Ich weiß schon. Ja, komm, kannst du hören, geht alleine. Das ist immer die Kopfsache. Ne? Mein Körper will nicht mehr, aber der macht dann, würde schon noch weitermachen. Ne? Aber wenn der Geist sagt, es ist schöner nach Hause zu gehen und jetzt aufzuhören, ja, aber das nagt in jedem Mal. Ob man es dann bekämpfen kann oder nicht, das ist immer die entscheidende Frage. Um erfolgreicher Einzelkämpfer zu sein, muss man den Kopf vom Körper trennen. Ziel dieses Ausbildungsabschnittes ist es, Ihren Willen zum Durchhalten zu schulen. Ihr Wille zum Durchhalten und der unabdingbare Wille zur Auftragserfüllung sind Tugenden und gleichzeitig Voraussetzungen zum Führen einer auf sich gestellten Gruppe. Den Willen zum Durchhalten, den braucht aber nicht nur der Gruppenführer, sondern jeder Einzelne. Natürlich werden hier Wörter wie Kameradschaft in den Raum geworfen. Natürlich bleiben wir alle zusammen. Das heißt aber nicht, dass die vorne auf die hinten warten müssen, sondern dass die Männer hinten den Hebel im Hauptschaltkasten umlegen und alles dafür geben, ihren Auftrag zu erfüllen. Die Zeiten sind hier so gesetzt, dass sie die Zeiten halten können. Wer bereits jetzt seine Grenzen erreicht hat, der wird diese Woche nicht überstehen. Keine Chance. Zurück Richtung Sauwaldhof. Hörsaaldienst 20. Hier, Hand hoch. Wo bist du? Ich habe dir vorhin einen klaren Auftrag gegeben, du hältst den ganzen Haufen von hinten zusammen. Und das tust du mir jetzt auch, dass das verstanden ist. Du bist ein allerletzter Mann und du hältst mir diesen Sauhaufen zusammen. Wenn du nicht mehr kannst, dann meldest du mir das, dann teile ich einen anderen Stelf ein, dass das klar ist. Auf geht's, ab nach hinten. Hochmotiviert geht es erstmal 800 Meter bergauf. Zeitvorgabe 3 Minuten. Immerhin. Der Weltrekord liegt bei 1,40,91. Allerdings ohne Gepäck, ohne Gewehr und in kurzen Hosen.
Und kommt der letzte Teil. Und aufgehen! Aufgehen, Männer! So findet euch! Die ersten Männer waren hier in der T-Kreuzung nach 3 Minuten 5 Sekunden mit deutlichen Reserven. Der Auftrag wäre also ohne weiteres zu halten gewesen. Wenn sie das machen, was der Ausbilder sagt, das wären 3 Minuten Gas gewesen, in Ordnung. Wir sehen, sie haben es immer noch nicht verstanden. Nur was der Soldat oft macht, kann er gut. Dafür sind wir hier. Wenn sie noch längere Ausbildung brauchen, machen wir das. Nächster Durchlaufpunkt, Hörsaaldienst. Ja. Muss reiten. 10 Minuten. Einmal alles. 10 Minuten. Toll, Jungs. Das ist mir egal. Alles, was nicht mehr kann, nach vorne. Alles, was nicht mehr... Hört auf jetzt zu diskutieren, verdammt nochmal! Ich bin der Hörsaaldienst und ihr hört auf mich! Und wenn ich sage, alles Schwache nach vorne, dann kommt alles Schwache nach vorne! Auf geht's! Zeit zum Umgliedern, 20 Sekunden, auf geht's! Auf nach vorne! Auf nach vorne! Halt die Klappe, Erik! Auf nach vorne! Komm nach vorne! Alles, was stark ist! Nach hinten! Und nochmal von vorn. Alle fertig? Alle fertig! Jawohl! Die Ausbildung fruchtet. Die Männer werden schneller. Aber ob es diesmal reicht? Skepsis ist angesagt. Es ist bereits die zweite Strafrunde innerhalb einer Stunde. Treppe hoch! Jeder trinkt was. Auf geht's! Hallo Männer! Gut so, gut so. Komm, aufgehen! Aufgehen, hey! Ja. Für den einen oder anderen ist der Marsch hierher schon zu viel. Der eine oder andere denkt beim Umkehren ans Aufgeben. Und Sie sehen jetzt, es geht doch. Wir schaffen es doch in der Zeit. Ich konnte doch noch hierher laufen. Ich muss noch nicht aufgeben. Ich wäre hinten schon beinahe zusammengebrochen, aber jetzt stehe ich doch da. Wirklich, wenn ich hier rede, dann trinkt keiner was. Ich stehe doch da. Und genau deshalb machen wir das. Damit Sie lernen, an Ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus zu gehen, um einen Auftrag zu erfüllen. Und nicht aufgeben. Niemals. Haben wir uns verstanden? Nach einem weiteren Kilometer Geländelauf haben die Männer die Abseilstelle erreicht. Trocken legen, danach die Anseilkombination dran machen. Und in 15 Minuten kommt dann der Ausbilder zum Kontrollieren. Okay? Auf geht's. An der Steilwand nahe Zwingen am Ostallgäuer Halblech heißt es für die Soldaten jetzt 35 Meter abseilen. Nur mit einem Behelfsgurt. Kontrolle. Seit 14 Tagen macht er das jetzt schon verkehrt. Du musst doch durch die zwei. Dann läuft das Seil hier rüber und nicht um den Kopf rum. Viele kleine Fehler machen sie immer noch, obwohl sie es schon 6-7 Mal in den letzten Tagen angelegt hatten. Aber es schleichen sich halt immer so ein paar kleine Fehler schon ein. Kleine Fehlerchen können aber an der Steilwand eine große Wirkung haben. Mir tun einfach die Beine weh. Also ich habe schon die letzten paar Monate, muss man sagen, mit einer Knochenhautentzündung zu kämpfen. Und die kommt immer wieder raus. Und das ist unangenehm. Aber es ist bald wieder Freitag. Ne? Wir haben schon Montagmittag, halber Tag ist schon wieder rum. Bald ist Freitag, alles ist gut. Der erste Durchgang ohne Gepäck, der zweite Durchgang mit Gepäck. Wer beim Abseilen fertig ist, doppeltes Bremsseil. Fragen? Marsch! Sehr gut, genau auf der Höhe. Bleibe weiter rechts. Schub weiter rechts. Rechts, rechts. Ah, ja. Schulterbreit und so gehst du runter. Schön. Durch den Karabiner, über die rechte Schulter, unterm linken Arm durch. Fallschirmjäger Mengemann hat bereits Erfahrung im Abseilen. Doch er weiß, eine Unachtsamkeit, eine leichte Verletzung und alles war umsonst. Das Schlimmste für mich wäre, wenn ich durch Verletzungen verletzungsbedingt abgelöst wäre. Das wäre für mich das Schlimmste. Weiter rechts. Jawohl, da, genau da. Super. Nur wenn man so ein richtiges Sitzgeschirr hat mit dem Abseilachter, dann läuft das Ganze ein bisschen besser. Wenn man hier diese behelfsmäßige Schnürung hat, drückt es halt überall und man braucht schon ein bisschen Kraft, dass man da nicht in die Sicherung reinrutscht. Aber
an und für sich alles in Ordnung. Jetzt mit Gepäck wird es dann ein bisschen schwieriger, weil man zieht natürlich 40 Kilo nach hinten und die wollen dann auch erstmal eingebremst sein. Der zweite Durchgang wird mit Gepäck und in voller Kampfmontur ausgeführt. Jetzt ist höchste Aufmerksamkeit gefordert und Kraft. Körperlich völlig ausgelaugt, können kleinste Fehltritte fatale Wirkung haben. Doch anders als bei den Marschübungen wird hier von den Ausbildern kein psychischer Stress aufgebaut. Das wäre für die Kameraden zu gefährlich. Dann geht der Druck gleich wieder los. Die Lage stellt sich wie folgt dar. Eigene Kräfte verzögern entlang der Linie Prem, Sauwaldhof, Steingaden. Eigene Kräfte halten Feldposten im Bereich Sauwaldhof bis 17 Uhr. Gut. Fragen? Keine. Ihr Auftrag ist es, in 40 Minuten den Sauwaldhof zu erreichen. Fragen? Nein. Gut. Hinten ran. Mhm. Vorne sind die schwachen Funkgeräte. Gut. Wir haben 44 Minuten Zeit, zurück an den Sauwaldhof zu kommen. Sobald irgendwer nicht mehr kann, sofort Meldung zu mir. Fragen? Gut. Im Laufschritt. Marsch, marsch. Zurück zum Sauwaldhof. 5 Kilometer in 44 Minuten. Es geht immer weiter. Wie im Krieg. Der macht auch keine Pause für müde Kämpfer. Doch jeden Krieg, zumal den gegen den eigenen Körper, kann man auch verlieren. Die Soldaten überschreiten erneut das Zeitlimit. Einer kann nicht mehr und schlimmer noch, keiner hilft. Am schlimmsten, die Kameradschaft versagt. Wenn ich merke, mein Kamerad braucht Unterstützung, ist es natürlich ein leichtes, die ganze Zeit nebenher zu laufen und den Namen zu rufen. Fällt mir leicht. Mich motiviert's, weil es ihm schlechter geht wie mir. Und schneller laufen wir deswegen auch nicht. Da ist doch die Wiese grün für mich. Anstatt mal ein Mann und ein Kamerad zu sein und von vornherein, wenn ich sehe, er kommt nicht nach, den Rucksack zu nehmen, auf die Schulter zu legen und Gas zu geben. Dann wird der Rucksack nach 50 Meter fallen gelassen und der Nächste nimmt ihn auf die Schulter. Das wäre mal ein Entschluss gewesen. Das hier war die unkameradschaftlichste Lösung eines Problems, das ich in meiner kompletten Soldatenzeit erlebt habe. Das hier war gar nichts. Das war Gejammere und Geflänne von vorne bis hinten, anstatt einfach mal ein Kamerad zu sein und anzupacken. Und zu sagen, er soll aufgeben, das ist das Allerletzte. Das Allerletzte. Bis dahin war für mich die Wiese noch relativ grün. Aber dem Mann einzureden, er soll aufgeben, ist das Allerletzte. Dann haben sie jetzt in der dritten Woche noch nicht verstanden, was wir hier machen. Das Allerletzte. Hörsaaldienst, der Feldposten hat sich verschoben. Diese Richtung, dem Straßenverlauf, Richtung Norden folgend, Scheune, Ortseingang, Unterried. Zeit dafür, 10 Minuten. Top. Auf geht's. Kommt heute noch. Gas, Gas! Hier, wir haben keine andere Möglichkeit. Dann Rucksack runter. Scheune eintreten. Rucksack runter. So, sie kriegen den Scheiß. Ja, ja. Rucksack runter. Und dann nicht langsamer werden. Hilf mir doch wenigstens mal beim Runternehmen. Ich will jetzt hier nichts mehr hören. Der Rucksack wird einfach verschwindet. Okay, pass auf. Komm, jetzt sind wir uns das Zeit. Ich warte, das ist eine Scheiße. Wir wechseln einfach schnell durch. Gebt nicht mitten drauf. Komm. Was? Okay, im Laufschritt. Marsch, marsch. Die Ansprache von Sachse hat gesessen. Der Ausbilder hat die Einzelkämpfer genau dort getroffen, wo jeder Soldat empfindlich ist. Bei der Kameradschaft. Sie rennen um ihren Ruf. Die Männer kommen jetzt. Ich denke, sie haben verstanden, worum es geht. Ja, und die Nacht wird dann zeigen, ob genügend Durchhaltewille da ist beim einen oder anderen. Okay, links. Hörsaaldienst übernehmen. Ein guter Tipp, nochmal trockene Socken an, die Klamotten trockenlegen, trockenes T-Shirt an und nachbereiten.
Durchhaltewillen und Quälerei scheinen mittlerweile in gleichem Maße zu wachsen. Jetzt aufgeben hieße, alles umsonst. Okay, das heißt wieder hier ins Rohr rein aufgehen. Komm, links, rechts, Rucksack ganz nach vorne. Rucksack ist noch da. Alles klar, ich fahre rein dahinter. Wie der Ernstfall aussieht, haben sich die Soldaten viele Male im Fernsehen ansehen können. War der Kalte Krieg gegen den Ostblock noch eine vage Horrorfantasie, so hat der reale Krieg im fernen Afghanistan das Sterben und das Töten nach Hause gebracht. Im Kampf gegen die Taliban gelten andere Regeln als die der Haager Landkriegsordnung. Hinterhältige Anschläge wurden sogar auf Rotkreuzfahrzeuge verübt. Im Krieg am Hindukusch kommt es nicht nur auf gute Ausbildung und gute Bewaffnung an. Es ist ein Glücksspiel, bei dem das Glück nicht im Siegen besteht, sondern im Überleben. Seit Afghanistan gehören militärische Rituale, Trauerzeremonien und Beerdigungsfeiern im Kampfanzug zum fast alltäglichen Fernsehprogramm. Und niemand weiß so recht, wofür hier gekämpft und gestorben wird. Und da will einem auch der Mut sinken. Und wir fragen, was unser Leben wert ist. Wir möchten wissen, worin der Sinn besteht. Wir haben am Ende mehr Fragen als Antworten. Wir haben es gewusst, unser Dienst ist gefährlich. Aber die Erfahrung des Todes spricht immer eine eigene Sprache. In der Traueransprache des Militärpfarrers schwingt die Skepsis über diesen Krieg mit. Doch die Soldaten, die in Altenburg und anderswo ausgebildet werden, haben diese Bilder im Kopf, wenn sie sich den Strapazen der Ausbildung unterziehen. Seit 36 Stunden sind die Kameraden im Gelände. Und auch in dieser Nacht wird es keinen Schlaf geben. Die nächste Tortur steht auf dem Plan. Ein 12 Kilometer Nachtorientierungsmarsch. Wer sich verläuft, irrt die ganze Nacht durch den Wald. Absichtspunkt da vorne, okay. Ja. Und alles andere steht auf der Aufbruchsstätte. Noch ist es hell, noch kann sich Kamerad Mengemann orientieren. Deshalb heißt es jetzt schnell machen, trotz oder wegen der schmerzenden Beine. Im Moment, muss ich sagen, habe ich Probleme mit meinen Waden. Die machen gerade zu. Also ich werde bestimmt das öfter mal anhalten müssen, weil ich Krämpfe kriege. Durch die Belastung heute Vormittag oder Nachmittag. Ja, schauen wir mal. Oberleutnant Langfeld hat sich zu allem Überfluss beim Abseilen am Nacken leicht verletzt. Das ist, wenn man sein Handtuch hinten nicht richtig drauf macht. Bei mir war es jetzt nur eine Lagerhandtuch und das Seil läuft über den Nacken. Dann scheuert das Seil auf, ja, ganz normal. Feldwebel Mellmann hat keine trockenen Sachen mehr. Wir sind komplett nass. Die Füße tun ein bisschen weh oder tun ein bisschen arg weh. Aber ansonsten. Den Männern des Einzelkämpferlehrgangs steht der Nachtorientierungsmarsch bevor. Sie müssen sich jetzt trennen. Jeder Soldat hat eine eigene Route. Die einzigen Orientierungshilfen, eine kurz vor Abfahrt gezeichnete Skizze, ein Kartenausschnitt und der Kompass. Hast du ab? Ja, bis später. Viel Erfolg, Jungs, ne? Ja. So, Olei. Ich muss mal grob nach Westen. Ah, das passt. Jeder muss auf seiner Route 6 vorgegebene Punkte ansteuern. Und eine Buchstabenkombination abschreiben, zum Beweis, dass er dort war. Kamerad Mengemann hat den ersten Punkt nach einer guten halben Stunde erreicht. Bevor es weitergeht, muss er alles notieren. Punkt 2 ist eine Scheune an Feldkreuz. Gucken wir mal, wo die ist. Ich hoffe, dass ich vielleicht gegen 12 oder so drin bin. Mal schauen. Nach und nach kommen auch andere Kameraden zum Zwischenziel. Noch ist die Sicht gut.
Sobald es dunkel wird, ist die Orientierung schwierig. Der Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Doch dafür haben die Männer kaum einen Blick. Kamerad Mengemann ist seit 37 Stunden im Einsatz. Er hat erst den zweiten von 6 Punkten erreicht. Langsam wird es dunkel. Meine Strategie ist jetzt, solange noch ein bisschen Licht da ist, so viele Punkte wie möglich zu machen. Und dann die Punkte, die ich nach Karte laufen kann, die kann ich ruhig im Dunkeln machen. Das ist nicht so wild, aber die Punkte nach Kompasszahl, die will ich schon im Hellen noch abreißen. Das ist wirklich nicht. Die letzten Sonnenstrahlen. Mengemann hat noch knapp 6 Kilometer vor sich. Hunger, Schlafentzug, Durst hat er erfolgreich verdrängt. Jetzt quält ihn ein anderes Verlangen. Die schlimmsten Punkte, Marschkompasszahl und meine Skizze sind jetzt geschafft. Hab jetzt nur noch nach Karte. Und es dürfte eigentlich nicht das Problem werden. Eigentlich. Mit dem Essen geht es jetzt eigentlich auch noch. Hunger habe ich auch keinen. Nur wieder ganz extrem verlangen nach Zigarette. Im Dunkeln geht es jetzt immer langsamer voran. Mit der Taschenlampe kann man zwar Karte und Kompass lesen, aber die Umgebung versinkt in tiefem Schwarz. Kurz nach Mitternacht sind die ersten Kameraden bereits am Aufnahmepunkt. Auch Oberleutnant Langfeld erweist sich als guter Pfadfinder. Alles zu mir, komm. Oberleutnant Langfeld, Läufer Nummer 1. War vor ca. 5 Minuten da. Während die meisten Kameraden noch marschieren, hat Langfeld für heute Feierabend. Die Einzelkämpfer nutzen die Zeit zum Abendessen. Es gibt einen Brühwürfel, geteilt durch 4. Das erste Essen heute. Ja, also meine Füße sind auch. Erbe-Jobber. Wir sind drin, in einer passablen Zeit. Haben noch Zeit zu ruhen, Zeit, dem Kameraden seinen Brühwürfel wegzufressen. Alles gut. Bleibt Zeit für eine Prise Galgenhumor. Unterdessen ist Kamerad Mengemann noch immer auf der Suche. Nach Punkten und letzten Kraftreserven. Und er wird fündig. Alle Punkte bisher gut, außer dieser Punkt jetzt. Und zwar war der Weg, den ich nutzen wollte, war zu Ende. War auch laut Karte so. Also ich hatte mich schon darauf eingestellt, irgendwann querfeld eingehen zu können. Und das Gelände hat es aber nicht hergegeben, dass man sich da wirklich schnell bewegen kann, da sehr viel Sumpf war und sehr viel Flussüberquerungen musste ich machen, zum Glück trocken geblieben und sehr viele Weidezäune. Ja. Das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deshalb bin ich jetzt erst hier. Aber wenn ich eine Straße genommen hätte, dann hätte ich einen zu großen Umweg gemacht und wäre wohl auch nicht viel schneller gewesen. Von daher denke ich, war es ganz in Ordnung, wie ich das gemacht habe. Während Mengemann noch 3 lange Kilometer vor sich hat, erreicht Feldwebel Mellmann das Ziel. Erschöpft und besorgt. Das ist einfach in die Hölle. Gott sei Dank ist es vorbei. Die sehen ja richtig gut aus. Stiefel halt schon wieder komplett nass. Also, das ist gar nichts. Die Stiefel sind komplett durch. Und das am Montag. Kurz nach 2:30 ist auch Kamerad Mengemann am Ziel. Der Körper ist am Ende, aber der Wille trägt ihn fast von selbst. Füße tun weh, Schultern tun weh, man ist müde, man hat Hunger. Aber das ist halt genau der Punkt, auf dem es bei dem Lehrgang ankommt. Ne? Dann trotzdem weiterzumachen, den inneren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, ich ziehe das bis zum Ende durch. Das ist genau das, was hier auf dem Lehrgang notwendig ist. Die Botschaft ist tief in die Einzelkämpferseele gesickert, bis zum Ende. Und wenn es keinen Gegner zu besiegen gab, hat man doch gewonnen, gegen sich selbst.